dann habe ich noch ein Problem, und zwar Blattläuse. Und da haben Sie mir einen Tipp gegeben, das habe ich auch noch nicht gewusst. Wir haben das jetzt schon schön frei gemacht und hier hole ich mir mal, das ist natürlich wiederum die berühmte Brunnenkresse. Da haben wir die Kresse, ja. Ja. Die Sie einfach wunderbar hier unten in die Baumscheibe einpflanzen können. Einfach also rundherum, rundherum pflanzen. Vom Gras befreien, damit es auch besser atmen kann und dann pflanzen. Und diese Kapuzinerkresse hat also den Vorteil, erstmal, sie blüht unheimlich schön, es gibt unheimlich farbintensive Blüten, schön in Rot, Orange. Haben wir oben schon gesehen. Ja. Und die haben nämlich die Eigenschaft, nämlich die Blüten, die zieht förmlich Blattläuse an. Das heißt, es werden die Blattläuse mehr oder weniger vom Baum richtig abgezogen und gehen unten in die Kapuzinerkresse rein und damit haben sie weniger am Baum. Super.